Wir brauchten hier ein Waschbecken, das einerseits groß genug ist, um auch Töpfe zu spülen. Also ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt von der Stichsäge. Weil die IKEA-Abläufe natürlich auf einem Standard 40er-Hardtirrohr enden und wir aber auf das Reichsystem wollen. Und dann wird es halt wieder lustig bei der Frage, wo kann man eigentlich durch den Boden durchgehen. Moin ihr Lieben, wir wollen euch heute mitnehmen, wie wir dieses Waschbecken hier in unser Mobil eingebaut haben. Klingt einfach, war ganz schön kompliziert und deshalb wollen wir euch das mal zeigen. Wir wollen es in 5 Schritte unterteilen. Zum ersten die Positionierung des Waschbeckens. Zum zweiten, wie haben wir das Loch passend in die Arbeitsplatte reingebekommen. Drittens die Verrohrung. Viertens den Durchbruch durch den Boden zum Abwassertank. Und fünftens, wie haben wir das Waschbecken letztlich fixiert. Bevor wir jetzt loslegen mit der sehr komplizierten Frickelei, noch ein paar Punkte zum Thema Big Picture. Da nehme ich euch jetzt mal mit. Vielleicht erstmal kurz zur Orientierung in unserem Mobil. Wo sitzt das Waschbecken überhaupt? Wir haben ja hier die eine Hälfte von unserer Küchenzeile. Darunter kommen Schubladen. Und hier direkt im Eingangsbereich, da kommt die Dusche hin. Das ist fürs Waschbecken deshalb relevant, weil hier dahinter die Mischbatterie kommt. Und was eine zusätzliche Herausforderung war, ist, dass es leider nicht möglich war, den Abwassertank hier direkt unter der Dusche bzw. unter dem Waschbecken zu positionieren, was ja am einfachsten gewesen wäre, weil da der Dieseltank sitzt. Soweit hatten wir damals noch nicht gedacht. Deshalb war leider die einzig gute Möglichkeit, den Abwassertank zu platzieren. Hier, wo ich gerade stehe, unten drunter im Zwischenrahmen. Dazu kommt nochmal ein separates Video. Aber das heißt, wir müssen hier unterm Waschbecken irgendwie durch den Boden durchkommen zum Abwassertank. Und noch ein letzter Punkt, welches Waschbecken haben wir gewählt? Wir haben hier von der Firma Regino das Modell Ohio. Vielleicht kurz zu den Kriterien. Wir brauchten hier ein Waschbecken, das einerseits groß genug ist, um auch Töpfe zu spülen, also eigentlich alles zu spülen, vielleicht auch mal Wäsche zu waschen. Auf der anderen Seite sollte es natürlich auch nicht unnötig groß sein, weil wir haben ja einfach beschränkt Platz. Und vor allem sollte es auch nicht unnötig tief sein, weil man sonst immer nur unnötig viel Wasser braucht zum Spülen und hier wahnsinnig viel Stauraum verliert, den wir lieber für Schubladen haben wollen. Das Ohio Regino hat die Maße 40x40 und ist 18 cm tief. Wir fanden das ein ganz guter Kompromiss. Unsere Auswahl war aber, muss man auch ehrlich sagen, beschränkt, weil ein Punkt, der uns ganz wichtig war, war diese Erweiterung hier nach hinten. Das ist nicht, weil wir es schick finden, sondern weil wir hier eine Vollholz-Eiche-Arbeitsplatte haben. Und ihr kennt es wahrscheinlich alle von zu Hause, um den Wasserhahn rum sammelt sich immer Wasser. Und wir wollten eben hier die Entstehung von Wasserflecken möglichst minimieren. Deshalb war uns wichtig, dass der Wasserhahn hier ins Waschbecken integriert ist und sich das Wasser hier auf Metall sammelt und nicht auf der Arbeitsplatte. Die Positionierung und wo das Waschbecken genau hin soll, um A, nicht so viel Platz zu verschwenden, B, noch alles andere drumherum mit reinzurechnen, das ist dann doch gar nicht so easy. Bei uns gibt es da mehrere Sachen zu beachten und viele Sachen, an die ich auch am Anfang gar nicht gedacht habe und die ich auch teilweise vergessen habe. Deswegen wollte ich einmal kurz zeigen, bevor ich den Ausschnitt mache, an was wir alles denken mussten, was da noch neben das Waschbecken, um das Waschbecken herum etc. einzuplanen ist. Zuallererst mal haben wir hier vorne so eine Panelhalterung. Die habe ich gebaut, damit die ganzen Paneele schön bündig sitzen. Und die muss natürlich vors Waschbecken. Auch ein ganz sinnvoller Ort, finde ich, weil hier vorm Waschbecken kann man ja ansonsten den Raum nicht besonders gut nutzen. Insofern sind meiner Meinung nach die Paneele da ganz gut aufgehoben. Aber dahinter muss man ja auch noch ein bisschen Platz haben, weil da kommen ja Kabel raus, die auch noch irgendwo hin müssen und außerdem sind die ja auch ein bisschen tiefer als das Brett selber. Insofern muss man da schon mal gucken, passt das überhaupt. Hier sieht das Ganze jetzt mal von unten und da sieht es in der Tat so aus, als würde diese Panelhalterung hier, selbst inklusive der Fixierungsschrauben fürs Waschbecken, noch ganz gut hinpassen. Wenn man hier hinter schaut, haben eigentlich alle Kabel Platz, ist sogar noch ein bisschen Spiel, falls da noch mal was durch muss, was ein bisschen mehr und ein bisschen stärker aufbaut. Also mit dem Waschbecken, so wie ich es jetzt habe, passt das hier schon mal ganz gut hin. Dann gehen natürlich hinten von den ganzen Paneelen diese Kabel ab und die müssen ja auch irgendwo hin. Die laufen jetzt hier durch die Küche unten durch und treffen sich dann da verschiedene Anschlüsse. Bedeutet auch, hier muss noch ein Kabelkanal hin. Die Kabel kommen hier unten durch den Kabelkanal schon raus, müssen dann an der Wand nach oben und dann hier noch daneben. So schaut das aus. Das ist schon ein bisschen knapp. Da ist natürlich auch der Nachteil, wenn ich den Kabelkanal hier hinsetze, dann komme ich später nicht mehr an diese Schrauben ran. Das heißt, ich könnte festschrauben, Kabelkanal gegen und dann war es das gewesen.
Oder ich überlege nochmal, ob ich mir da vielleicht eine Aluschiene an die Wand setze, die ich wieder abnehmen kann. Und den Kabelkanal zum Beispiel drauf. Dann muss ich bloß mal gucken, dass ich hier auf der anderen Seite hier nicht auf den Auszug treffe. Aber das scheint mir so weit hinzuhauen. Der Auszug sitzt hier unten, da will ich ja gar nicht hin. Ich möchte ja hier oben hin. Das Waschbecken kommt, wenn es eingebaut ist, natürlich noch ein Stückchen höher. Genau so breit, wie die Tischplatte ist. Insofern müsste das passen. Dann muss man sich ja noch angucken, wie sieht es eigentlich hinter dem Waschbecken aus. Da ist erstmal genug Platz für den Anschluss von der Mischbatterie. Das sieht man da, dieses Loch. Und dann ist da ja schon ein Brett reingeklemmt, was eigentlich einen anderen Zweck hat, aber was hier als Abstandshalter nach hinten dient. Und das wäre dann real auch der Abstand, den das Waschbecken oben zur Wand hat. Ist ein bisschen knapp, würde man mit mehr Platz wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Aber ich sehe, es passt auch. Und da kommen so Klemmen auf diese Schiene hier drauf. Die werden nachher von unten gegengeschraubt, um das Waschbecken zu halten. Und die haben auch noch genug Platz. Insofern glaube ich, das passt auch hinten. Jetzt haben wir dann eigentlich nur noch eine Seite und das ist die hier. Da hängt jetzt hier so ein Pappkarton. Was hat es mit diesem Pappkarton auf sich? Der Pappkarton repräsentiert natürlich irgendwas. Und zwar unser wahnsinnig sophisticated Mischsystem von Grohe. Zeige ich euch mal kurz. Das ist dieses monströse Ding. Hatten wir uns auch etwas kleiner vorgestellt, als wir es uns im Internet angeguckt hatten. Der Durchmesser ist hier 145. Ich habe mir also in der Tat einen 145er Topfbohrer oder Lochbohrer gekauft. Und was jetzt im Endeffekt passiert ist, dieser Ausschnitt wird geschnitten und dann ragt dieses Teil noch nach hinten durch. Hier kommen die Warmwasser- und Kaltwasserleitungen rein und hier ist dann der Ausgang. Und dieses Stück muss ich mir quasi einmal bauen, um dann zu sehen, ob das Waschbecken noch daneben passt. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, das kommt hier durch und hinten übrig bleibt dieses Viereck. Das ist relativ genauso groß wie dieser braune Pappkasten da und insofern passt das alles. Einfach so ein bisschen die Zitterpartie. Und was da noch hin muss, ist, hier seht ihr so ein Loch, da kommt die Warmluft an. Die Warmluft wird verteilt. Einmal kommt hier unten neben der untersten Schublade nochmal ein Ausströmer hin und dann ein Ausströmer ins Bad. Der muss auch noch hier drunter. Allerdings ungefähr in der Höhe, weil bis dahin reicht auch die Duschwanne. Also ihr seht, ist schon alles echt ein bisschen mal durchdenken auf jeden Fall. Bei sowas macht man leicht mal Fehler. Ich habe ein paar Fehler gemacht, die ich bitter bereut habe, als ich diese Schubladen hier gebaut habe. Und zum Beispiel einfach in der Zeichnung, die ich mir immer mache, vergessen hatte, den Kabelkanal einzuzeichnen. Dann hat die Länge von den Auszugsschienen da nicht mehr gepasst, die konnten dann nicht mehr eingesetzt werden. Neue Auszüge bestellen, Schubladen umplanen etc. pp. Deswegen habe ich es mir jetzt auf der Seite nochmal so genau durchgedacht, wie es mir halt möglich war. Ich hoffe, diesmal habe ich nichts vergessen. Diese Planung quasi oder dieses sich das einmal durchdenken, auch die verschiedenen Teile mal hinhalten, kann einem im Zweifelsfall ersparen, einiges nochmal zu bauen. Das werden ja sicherlich viele auch machen, viele, die gerade vor dem Ausbau stehen. Für die ist es einfach, glaube ich, ein guter Tipp. Ich habe den damals auch mehrfach bekommen, baust dir mal nach aus Pappe, haltst dir mal hin. Ist ein super Tipp, kann ich nur weitergeben. Und so würde ich sagen, schneiden wir mal das Waschbecken aus. Ich hab mal Angst bei sowas. Krieg mal Angst bei Sachen, die nicht rückgängig machbar sind. Das heißt, ich werde ihn vorsichtig schneiden. Vorsichtig im Sinne von vielleicht erstmal ein bisschen zu viel Abstand an den Seiten. Gucken, ob das Waschbecken reinpasst und zur Not noch was wegnehmen, als am Anfang gleich zu viel machen. Erster Schritt, wie könnte es anders sein? Anzeichnen. Ich muss natürlich auch noch dran denken, den Rand, den hier oben das Waschbecken hat, abzuziehen von dem Ausschnitt. Also ich zeichne jetzt quasi den Ausschnitt an, den ich hinterher gar nicht ausschneide. Da muss ich dann nochmal diesen Versatz quasi abziehen. Jetzt muss das Waschbecken natürlich raus, weil an die hintere Linie komme ich nicht. Da ist ja dieses Brett, wo es direkt anschlägt. Das sind diese gleichen Transportsicherungsschienen, mit denen ich auch die Oberschränke teilweise angezwungen habe. So, gut ist aber jetzt, ich kann einfach an dem Brett hinten einen Strich lang ziehen, weil da ist ja dran gelegen. So, ich habe mir diesen Abstand, den ich hier abziehen muss, zum ausgemessen. Das sind ziemlich genau 1,5 cm und mit denen werde ich es jetzt genauso auch mal probieren. Das heißt, hier überall 1,5 cm anzeichnen und einfach gerade Linien durchziehen. Wenn ich das an allen Seiten gerade ausschneide, müsste das auch reinpassen, weil die Rundungen sind ja quasi dann weniger
als ich ausschneiden würde. Also ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt von der Stichsäge. Die hat das ohne Murren gemacht in den Kurven. Ist klar, hat das nicht so ganz gut funktioniert, weil das ja auch kein Sägeblatt ist für enge Radien. Aber das Riesenteil hier ist raus und jetzt können wir direkt mal probieren, ob denn da jetzt auch das Waschbecken reinpasst. Dass es auf Anni passt, nein, davon gehe ich nicht aus, aber schön wäre es ja schon. So, jetzt ist ein bisschen die Frage, was man mit passen meint. Manchmal sind es ja echt die Kleinigkeiten, ne? Seht ihr diese kleine Kante hier, diese Lippe, das hier, das muss auch mit rein. Da wird das natürlich ziemlich schmal, aber sonst kriege ich diese Klammer auch nicht drauf gesteckt. Das heißt, da muss ich noch mal ein bisschen nachschneiden. Mein Gott, und passen tut es auch noch. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Und ich finde, auch ohne dass jetzt schon mit Silikon verklebt wurde und festgemacht wurde, sieht das Ganze schon echt einfach ganz schick aus. Wir haben einen Siphon hier von IKEA verwendet. Ganz einfach deswegen, weil der relativ flach von der Ablaufgarnitur her ist. Und dann hat das IKEA-Siphon noch einen Vorteil. Und zwar, man kann hier hinten das relativ flexibel anpassen an den Abstand zur Wand. Das heißt, ich kann das hier rausziehen und lande dann bei mir ziemlich genau an der Wand hinten. Ich will es ja auch noch fixieren. Und durch diese Möglichkeit, da den Abstand zu verändern, kann man es sich sehr, sehr gut positionieren. Ein weiterer Vorteil ist noch, dass hier so eine Öffnung zur Entleerung des Siphons besteht. Da kann man diesen Anschluss hier einfach rausdrehen und den Siphon reinigen. Und jetzt sind wir jetzt gerade ziemlich am Tüfteln, weil die IKEA-Abläufe natürlich auf einem Standard 40er HT-Rohr aus dem Baumarkt für den Abfluss enden. Und wir aber auf das Reichsystem wollen. Reichabflusssystem, was nur 28 mm Außendurchmesser hat und 25 mm Innendurchmesser. Und da mussten wir jetzt ein bisschen rumbasteln. Es war gar nicht so einfach zu finden. So ein Reduzierstück, was letztlich gar nicht Reduzierstück hieß. Da habe ich ewig nachgesucht und ist auch gar nicht unter Reduzierstück gefunden, sondern es ist ein Schlauchnippel, heißt das Ding. Keine Ahnung, wie das zu diesem Begriff gekommen ist. Anyways, das hat hier diesen 40er Durchmesser, den wir brauchen, um beim Siphon anzuschließen. Und hier mussten wir ein bisschen kämpfen. Hat er so eine Möglichkeit auf, muss man hier vorne abschneiden, hat man hier größte Reduzierung auf 25. Haben wir so ein Rohr von Reich einmal angewärmt, dann passt das hier drauf. So, jetzt kommt hier ordentlich Loctite drauf. Das klebt es natürlich nicht fest, aber es macht zumindest mal hier nochmal zusätzlich Dichtigkeit. Und dann schieben wir das Stück schon mit dem 45-Grad-Winkel, dieses kurze Rohrstück, was wir mit der Heißluftpistole weiter gedehnt haben, hier drauf und hoffen mal, dass das dann gut hält. Man braucht schon ordentlich Kraft, um das hier raufzudrücken. Und dann schließt das hier so ab. Und dann wird es halt wieder lustig bei der Frage, wo kann man eigentlich durch den Boden durchgehen. Ich habe hier eine ganze Menge Striche auf dem Boden aufgemalt. Das liegt daran, dass wir im Fußboden einen Montagerahmen haben. Und da überall Stahlträger verlaufen. Das hier ist jetzt das Ende von einem Stahlträger. Hier liegt ganz unten im Fahrzeug dann ein Ausleger vom Zwischenrahmen. Und hier hinten quer verläuft auch noch ein Montagerahmenboden. Das heißt, wir haben eigentlich, wenn hier noch der Boiler gleich steht, den hatte ich jetzt mal rausgenommen, so einen kleinen Fleck hier auf dem Boden, wo wir letztlich überhaupt nur in den Boden nach unten durchführen können. Ein bisschen besser sieht man es noch, wenn der Boiler wieder drin steht. Wir müssen von der Seite einmal durch diese Wand mit dem Abflussrohr und dann hier rüber. Und da haben wir eigentlich nur diese kleine Fläche, um das durchzuführen, auch noch hinter diesem Rohr. Es wird schon ein bisschen abenteuerlich. Da ich keinen Forstnerbohrer habe, der durch den Boden durchgeht, der Boden ist 9 cm dick, habe ich wirklich gefunden, so ganz lange Metallbohrer, das hier müsste ein 2,5er sein. Mit dem bohre ich ein Loch vor und das wird die Führung für den Forstnerbohrer. Kann ich einmal von oben und dann natürlich von unten reinbohren. Und das Ganze unter erschwerten Bedingungen, weil hier, wie gesagt, vorne noch diese Anschlagbretter dran sind, die Schubladen halten.
Und das wird ein bisschen gefummelt. Ist auf dem Metallrahmen. Es ist natürlich der Worst Case eingetreten und ich bin mit dem feinen Bohrer hier auf irgendwas sehr Hartes gestoßen. Das Einzige, was sehr hart sein kann, ist der Metallrahmen. Also irgendwo habe ich mich ein bisschen vermessen. So, und warum haben wir jetzt den Boden hinten so wahnsinnig oft perforiert? Weil irgendwas mit der Zeichnung und Realität nicht ganz übereingestimmt hat. Das hier war nicht die Außenkante von dem Rohr im Montagerahmen, sondern wir sind sowohl hier als auch hier immer auf Metall gestoßen. Da wo schon gar keins mehr hätte sein dürfen. Das heißt, wir mussten jetzt einfach ein paar Mal Probebohrungen machen. Mit dem bin ich natürlich nicht ganz durch, sondern immer nur so tief, wie der Montagerahmen sein sollte. Und damit haben wir dann letztlich herausgefunden, dass wir sogar hier links vorbeikommen. Und hier die drei Löcher, die gehen alle durch. Das heißt, also die habe ich nicht durchgebohrt, aber mit denen komme ich tiefer, als der Montagerahmen liegen müsste. Und damit weiß ich, dass ich durch dieses Loch jetzt mit dem Pfosnerbohrer nach unten komme, mit dem 28er, um das Rohr durchzustecken. Die Löcher können wir wieder zumachen und die kommen ja auch nicht unten raus. Insofern ist das irgendwie halb so wild. Natürlich sieht das ein bisschen wie ein Schlachtfeld aus, aber in dem Fall vertretbar. Dafür haben wir das richtige Bohrloch gefunden und können dann auch gleich diese Aufsparung nutzen, die ich hier hinten schon mal reingemacht hatte, ursprünglich mal, um den Kabelkanal da durchzuführen, bevor wir uns entschieden haben, den nach oben da lang zu legen. Mit einem 45-Grad-Winkel können wir dann da rüber gehen. So schaut dann die erste Seite aus hier. Hier von unten sieht man jetzt dieses ganz kleine Loch hier. Das ist der 2,5 oder 3 mm Bohrer, der rausgekommen ist. Da setze ich jetzt den Pfosnerbohrer an und bohre von unten gegen. Ende gut, alles gut. Es ist durch, unten richtig schön vollgeschmiert mit Dichtmittel, Dekasil. Und dann haben wir noch einen 45-Grad-Winkel draufgesetzt. Mussten allerdings einiges von diesem Holz hier abfeilen. Sieht man auch auf der anderen Seite ganz gut. Und da kommen wir jetzt mit einem 45-Grad-Winkel wieder raus. Das Teil führt nach oben, ist jetzt noch ungesichert. Und soll dann da auf den Ablauf vom Siphon treffen. Das sieht sogar schon so aus, als würde das ganz gut passen, da wenn wir jetzt noch schnell was zuschneiden, das da reinschustern und dann ist das eigentlich soweit fertig hier. Und jetzt machen wir noch kurz einen Funktionstest, sprich wir füllen jetzt das Waschbecken einmal mit Wasser und lassen es unten rauslaufen, mal gucken, ob da irgendwas undicht ist. Okay, kann losgehen! Also hier schießt das raus wie Hölle. So, das hier passiert, wenn man dann vergisst, das Teil letztendlich festzuschrauben. Deswegen macht man ja Funktionstests. Ich hätte nicht gedacht, dass es daran scheitert. Alles andere scheint dicht zu sein. Da ist ein bisschen was rausgekommen. Das heißt, nochmal oben reingießen und nochmal raus. Funktionstest Nummer 2 hat geklappt. Super. Jetzt ist natürlich Siphon geflutet. Jetzt können wir direkt mal gucken, wie das dann ist, wenn man das mal entleeren muss. Kann man hier dieses Ding aufdrehen. Dann kommt ja alles raus. Juhu, fast fertig. Jetzt fehlt mir noch der allerletzte Schritt, nämlich das Waschbecken zu fixieren. Wie ihr seht, haben wir zuerst Silikon aufgetragen. Und zwar nicht zu wenig, damit es nachher auch richtig abdichtet. Als nächstes haben wir es vorsichtig eingepasst. Dann das ganz bisschen überschüssige Silikon abgezogen. Und zuletzt die mitgelieferten Schrauben festgezogen. Und das war's. Jetzt muss das nur noch an den Tank. Und wie das an den Tank kommt, das gucken wir uns nochmal in einer Folge zusammen an.